Vectorworks 2020 hat jetzt Kameras. Hatten wir schon vorher, also als Renderworks-Kamera, aber wir können jetzt gerade für die Spotlighter Kameras für Live-Events, für Filmdrehs, für Interviewsituationen in den bereits planbaren 3D-Räumen platzieren. Nicht nur als Symbole, wie ich das vorher immer gemacht habe, sondern als intelligente Objekte. Das heißt, ich habe ein austauschbares Objektiv, was wir über den Zubehörmanager einfügen. Und wir können da auch eigene Objekte erzeugen und die dann mit für unsere Planung verwenden. Dadurch wird das Ganze ein bisschen zügiger. Wir können daraus Datenbanken und Listen generieren und die für Materialplanung verwenden. Also wie den Scheinwerfer planen wir jetzt die Kameras. Coole Sache.